Ich liebe solche Nachrichten. 11 Jahre nach Fukushima. Japan macht Atomausstieg rückgängig. Solche Nachrichten müsst ihr benutzen, um den woken, dauerempörten, solidarischen Gutmenschen, also den Michis Sternchen innen, in Deutschland den Spiegel vorzuhalten und ihnen damit zu erklären, wie ideologisch und vor allem irrsinnig es mittlerweile in diesem Land zugeht. Die Atomkatastrophe von Fukushima hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan selbst zu einem Umdenken geführt. Und ja, da war doch was. Manche von euch können sich vielleicht noch dran erinnern. 3 Tage nach dem Reaktorunglück verkünden Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Westerwelle den Atomausstieg wegen der Atomkatastrophe von Fukushima. Und ja, die logische Konsequenz in dieser Energiekrise, die wir haben wegen des Russland-Ukraine-Konfliktes, ist dann wohl, Atomkraftwerke nicht stillzulegen, nein, sondern vielleicht sogar zu modernisieren und Atomkraft weiter auszubauen in dem Land. Aber leider nicht in Deutschland, denn wir sind ja ein bisschen ideologisch angehaucht und das Ganze würde ja der Agenda, die wir haben, also diesem ideologischen Wahnsinn dann widersprechen. Deswegen, was machen wir in Deutschland? Er sagt's euch, der Mann der Opposition, der Herr Merz, der so beharrt darauf ist, dass es uns allen wieder gut geht. Und deswegen müssen wir ja auch alle die CDU wählen nach dem Desaster der Ampel. Ihr wisst, was ich meine. Dann geht's uns wieder besser. Zwinker-Smiley, Ironie off. Er hat jetzt gesagt, das AKW aus im April ist endgültig. Läuft, würde ich sagen, oder? Wir in Deutschland sind also weiterhin Geisterfahrer Sternchen in Sachen Energiepolitik. Das Gute ist, je mehr andere Länder sich auf Atomkraft spezialisieren, desto weniger läuft Deutschland Gefahr, dann einen Blackout zu bekommen. Und warum? Tja, wir können dann den teuren Atomstrom von diesen anderen Ländern einkaufen und so tun, als ob unsere erneuerbaren Energien so gut laufen. Oder? Und dafür zahlt man doch gerne den höchsten Strompreis auf der Welt, oder? Gepaart mit den höchsten Steuern auf der Welt. Schmeißt die Fuffis in Club, aber das ist eben der Preis, um Moralweltmeister Sternchen in zu sein, oder? Und den Preis wollen wir doch alle haben. Ich meine, wir sind doch solidarisch und wir sind doch tolerant und wir stehen doch für diese Vielfalt und für ihre Demokratie, oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Haut rein!